sieh an, was aus dir geworden ist. Eine Ratte in der Wüste. Sieh, worüber ich mich erhoben habe. Ich bin gekommen, um dich zu töten, aber vielleicht ist es noch schlimmer, dich hier zu lassen, damit du dich hier deinem Elend stellen kannst. Wenn du dich über deine Macht, Leben zu nehmen, definierst, über dein Verlangen zu beherrschen, zu besitzen, dann hast du rein gar nichts. Aus welchem Grund bist du hierher gekommen? Doch nicht nur, um dich zu verstecken. Oh, du hast hier etwas Wichtiges zu tun. Was könnte das sein? Vielleicht beschützt du etwas? Nein, du bist hier, um jemanden zu beschützen. Das liegt nicht in deiner Verantwortung. Ich löse diesen Konflikt selbst. Und damit starten wir rein in den Kampf Obi-Wan gegen Darth Maul. Natürlich wieder nachgestellt im guten alten Star Wars Jedi Fallen Order. Aber ich hatte mal Bock, so ein bisschen wieder mal sowas zu machen. Und ich denke, das hat eigentlich ganz gut gepasst mit dem Intro, oder? Also mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen und ich fand, das war ganz passend. Der Kampf natürlich, ne, wie gesagt, oder wie beim letzten Mal auch schon, ist natürlich dann jetzt hier in der Fallen Order Optik gehalten. Aber, Leute, den Kampf gab es ja und die beiden sind ja quasi irgendwie so mit die größten Rivalen, vielleicht sogar, die es irgendwo im Star Wars-Universum gibt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, gerade durch Episode 1 und dann halt natürlich auch The Clone Wars, hat sich das immer wieder hochgestachelt. Gibt ja momentan auch viele Gerüchte, dass Darth Maul nochmal eine eigene kleine Serie kriegt, die so die Lücke schließt nach Solo Star Wars Story, wo dann bei Crimson Dawn und Kira und so weiter und so weiter und so weiter. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, denn ich mag Darth Maul total gerne. In Episode 1 hat man jetzt nicht so viel von ihm gehabt, ne? Da hat man jetzt natürlich seinen geilen akrobatischen Kampfstil, das geile Lied. Aber sonst, er hat jetzt nicht viel Charaktertiefe irgendwie gehabt, ne? Dass man sagt, boah, der vom Charakter her ist ja der richtig cool, ne? Der sagt dann eigentlich nur, er will seine Rache haben und ja, die Sith erheben sich und bla bla bla. Aber sonst hat er jetzt ja nicht eine großartige Background-Story gehabt oder sonst irgendwas. Aber dann in Clone Wars, Alter, hat dieser Charakter von diesen Serien profitiert. Und tatsächlich auch nochmal von Rebels, woher jetzt ja diese Intro-Sequenzen kamen quasi. Alter, hat der da auch nochmal profitiert. Und die beiden hatten ja ihre größeren Kämpfe, ihre häufigen Kämpfe. Und natürlich auch nochmal das große Finale in Star Wars Rebels, was viele Leute ja nicht so mochten. Aber manche auch wiederum total fantastisch fanden. Ich fand es eigentlich auch sehr, 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 sehr gut. Hat mir richtig gut gefallen. Da hätte man gern natürlich irgendwo nochmal so ein großes, ne, einen großen Kampf gesehen, wo die richtig akrobatisch durch die Gegend jumpen und alles geben und so. Aber dieses minimalistisch gehaltene fand ich persönlich auch mal richtig, richtig cool. Und Maul hatte auch schon viele coole Kämpfe und auch gegen Obi-Wan hatte der viele coole Kämpfe, die man dann in The Clone Wars gesehen hat. Von daher, ich fand das Finale der beiden richtig gut. Wie fandet ihr das denn? Schreibt es gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr das Duell, was jetzt in der, oder das Ende dieser Fehde quasi, wie ihr das Ende fandet. Und Alter, sieht das geil aus wieder in Star Wars Jedi Fallen Order Optik. Das sieht halt einfach fantastisch aus. Gerade diese Zwischensequenzen mit diesen Mods, Alter. Absolut spitze. Guckt euch das mal an, bitte. Das wäre ja so ein All-Out-Fight. Hättet ihr euch sowas noch gewünscht dazu? Das hat man in Clone Wars ja auch ein paar Mal. In den Clone Wars waren ja allgemein richtig geile Szenen dabei. Kommen wir gleich nochmal dazu. Jetzt erstmal natürlich diese Marin-Sachen, ne? Die muss man sich jetzt wieder wegdenken, Leute. Aber naja. Wie geil das aussieht mit dem Darth Maul, Mann. Okay, ab geht's in die zweite Runde. Gerade geil war natürlich dann auch dieses Persönliche bei den beiden, ne? Einerseits Obi-Wan, der ihn, alles genommen hat irgendwo, diese Position als Schüler. Die Macht, die er hatte und natürlich dann auch in irgendeiner Form sein Unterkörper und natürlich ihn hat leiden lassen und so, aber dann auch gleichzeitig dieses sich rächende, dieses eklige, schlammschlachtmäßige sich rächende von Darth Maul, wo er dann die Satine auf Mandalore halt besuchen geht, sage ich jetzt mal dazu. Hammer, einfach nur Hammer, die Geschichte dieser beiden Charaktere, also unfassbar gut. Wie gesagt, ich hoffe man greift davon noch irgendwo was in Zukunft bei Star Wars auf. Denn, wie gesagt, ich finde Darth Maul ist ein absolut spitze Charakter, der gerade durch die ganzen Serien extrem dazu gewonnen hat. Und ich finde es richtig cool, wenn das dann stimmen sollte mit den Gerüchten, dass die bei diesen Crimson Dawn-Geschichten-Ding auch nochmal weiter was zu ihm erzählen. Hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall. So, aber jetzt machen wir den erstmal platt, den guten Mann. Ich versuche hier auch so ein bisschen den Spielstil natürlich einzufangen von Obi-Wan. Dass man jetzt eher so ein bisschen defensiv und bedacht bleibt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt drauf losstürmt, ne, sondern die Schwächen erkennt und dann gezielt zuschlägt, Leute. So wie es ein Obi-Wan halt auch machen würde, ne? Nicht unbedacht einfach in den Kampf sich stürzen.
Und jetzt nochmal den Machtschub. Wir haben es gleich geschafft, Darth Maul. Ein Ende naht. Oh, wir kriegen ihn sogar jetzt schon, oder? Jawohl, das sah cool aus. Tja, und damit hat Obi-Wan mal wieder gegen Darth Maul gewonnen. Und damit war es das auch mit diesem kleinen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet alle ganz viel Spaß und hattet ein bisschen Star Wars-Feeling dabei. Ich hatte es auf jeden Fall. Und von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Schreibt gerne eure Meinung zu Darth Maul und auch Obi-Wan und den Kampf der beiden in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.